Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Klemperer-Saal der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB oder SLUB. Mein Name ist Martin Munke und ich leite hier im Haus das Referat Saxonica. Sachsen begeht in diesem Jahr, im Jahr 2020, das Jahr der Industriekultur, möchte sich der industriellen Hinterlassenschaft in diesem Land widmen, sich damit auseinandersetzen. Ein Themenjahr, das durch die Corona-Pandemie bisher ein Stück anders gelaufen ist, als es geplant war. Die zentrale Landesausstellung beispielsweise in Zwickau wird jetzt erst im Juli eröffnen. Und auch unsere eigene Ausstellung im Haus zu diesem Anlass werden wir ab dem Juli begänglich machen. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer, Industrialisierung und technische Bildung in Sachsen. Mit dieser Ausstellung wollen wir ein Stück weit die Verbindung dieser beiden Pole zeigen, Industrialisierung, technische Bildung, die Bedeutung der Verbindung dieser beiden Aspekte bis in die Gegenwart. Die Ausstellung wird eher ein Stück Institution bezogen ablaufen, wobei wir auch einige persönliche Aspekte mit reingebracht haben. Und den Weg über die Person, den wählt auch ein Projekt, dem wir uns heute in diesem Gespräch intensiver widmen möchten, nämlich dem Projekt Industriegeschichten, Reportagen aus Museen, die keine waren. Ja, es handelt sich dabei um Begegnungen mit Menschen, die bis 1989 in jetzt nicht mehr produzierenden sächsischen Industriebetrieben gearbeitet haben und die heute in veränderter Form in ihrem alten Berufsumfeld tätig sind, in Museen, in Fördervereinen, in Initiativen. Und dort bewahren sie und pflegen sie, was sie von ihren vormaligen Arbeitswelten, was den rasanten Abbau überstanden hat. In Interviews schildern sie ihre persönlichen und beruflichen Erlebnisse der Wende und der Nachwendezeit. Und sie geben Einblicke in die Transformationsprozesse, die ganze Region, vor allen Dingen auch hier in Sachsen, massiv erschüttert haben. Dazu möchte ich hier auf dem Podium ganz herzlich begrüßen, einerseits die Kunsthistorikerin und Germanistin Cornelia Munzinger-Brandt und den Fotografen David Brandt, beide hier aus Dresden, die das Projekt gemeinsam entwickelt und durchgeführt haben und noch durchführen. Und zum anderen den Diplom-Ingenieur Gerhard Sonntag aus Chemnitz, der viele Jahre seines Arbeitslebens erst im Werkzeugmaschinenkombinat Fritz Heckert in Karl-Marx-Stadt, wie es damals hieß, und dann später in der Heckert-Werkzeugmaschinen GmbH in Chemnitz verbracht hat und der zu den Interviewpartnern dieses Projekts gehört. Ein herzliches Willkommen an Sie drei. Ja, wir wollen uns heute über diese Industriegeschichten unterhalten. Wir wollen uns ein Stück darüber unterhalten, wie das Projekt zustande gekommen ist, was es auszeichnet, vielleicht im Unterschied zu anderen Projekten, die sich ähnlichen Themen widmen, wollen natürlich zu den persönlichen Geschichten, die dort im Mittelpunkt standen, ins Gespräch kommen und uns schließlich auch ein Stück mit der Frage befassen, was für eine Bedeutung der Umgang mit den Hinterlassenschaften des Industriezeitalters heute noch haben kann. Hinterlassenschaften, die es einerseits materiell gibt, zum Beispiel in Fabrikgebäuden, in Maschinen, in Produkten, aber natürlich und vor allem auch immateriell in Erfahrungen und Erlebnissen der Beteiligten und der Betroffenen, die in diesen Gebäuden gearbeitet haben, die diese Maschinen bedient haben und die diese Produkte hergestellt haben. Und zum Auftakt wollen wir uns einfach ein paar dieser Videos gemeinsam ansehen. Ich heiße Heidemarie Fliegner und bin seit 2005 hier ehrenamtlich beschäftigt. Hier in dem Betrieb wurde von der Faser bis zum fertigen Stoff alles gemacht. Die Wolle wurde angeliefert und das war ja in der Hauptsache Schafwolle, ne? Und daraus sind dann die schönen Warmstoffe entstanden. Wolldecken zum Beispiel, Mantelstoffe. Ne? Ja,
ging über Generationen. Es war ja ganz einfach so, in den Ferien konnte man arbeiten und wenn die Mutti und Vati schon oder vielleicht die Oma oder der Opa in so einem Textilbetrieb gearbeitet hat, naja, dann haben die ja natürlich gesehen, dass ihr Kind oder ihr Enkelkind dann in die Ferien mit in den Textilbetrieb bekommen haben und dann, wenn das soweit war, dann mit der Lehre, naja, dann haben die Kinder halt gesagt, ach, da war es schon so oft gewesen und da hat mir es gefallen und da arbeitet ja auch meine Oma und da arbeitet auch meine Mutti und da gehe ich halt auch hin. Ne? Also ich kenne viele Ehepaare, die in so einem Textilbetrieb zusammengearbeitet haben. Ich selber habe auch mit meinem Mann in einem Betrieb gearbeitet. Ne? Ich war in der Weberei und mein Mann war in der Färberei. Und er ist an dem gleichen Tag arbeitslos geworden wie ich. Dann saß mir erstmal da. Ja. Also eigentlich ist erstmal dann ein bisschen eine Welt zusammengebrochen für uns, weil wir kannten das ja nicht, Arbeitslosigkeit. Wir haben ja immer gearbeitet und mit einem Mal von heute auf morgen sind wir arbeitslos hier geworden. Und wir sind damals 20 Mann gewesen, die zusammen aufs Arbeitsamt gefahren sind, gemeinsam. Ja, ich war dann erstmal arbeitslos. Wie es eben so vielen Frauen ging, gerade in der Textilindustrie, waren ja hauptsächlich Frauen beschäftigt. Ich habe keine Umschulung in dem Sinne gemacht. Ich habe mal eine ABM bekommen, ich habe mal einen Lehrgang gemacht, der längstens ein Jahr ging. Aber direkt eine Umschulung zu einem anderen Beruf habe ich dann nicht mehr gemacht. Ne? Und dann habe ich hier über eine ABM-Maßnahme damals hier angefangen zu arbeiten. Und nach der ABM bin ich ehrenamtlich hier eingestellt worden und seit 2005 bin ich hier tätig. Das war eigentlich unbeschreiblich. Also ich stand hier an den Webmaschinen und habe gedacht, kannst du die überhaupt noch einschalten? Geht das überhaupt noch? Kannst du das überhaupt noch? Da kamen auch so viele Gefühle hoch und so. Aber nachdem ich dann das erste Mal hier diese Einrückstange wieder in der Hand hatte, war es so, als wenn ich nie aus der Weberei raus gewesen wäre. Ja. Und es macht mir ja eigentlich auch Spaß, hier zu arbeiten. Und es ist schön, dass man dann wieder mit dieser alten Technik zu tun hat. Und es ist alles gut. Ja. Mein Name ist Roland Müller, bin 65 Jahre alt, habe 30 Jahre in der Leipziger Volkszeitung gearbeitet, danach hier im Museum 7 Jahre und betreue diese Linotype, die hinter mir ist und das macht mir viel Freude. Das Besondere an einer Linotype ist, dass sie durch Matrizen, die wie bei einer Schreibmaschine, also schnell abgerufen werden können, die mit Blei ausgefüllt eine Zeile entstehen lassen. Das ist das Besondere und in einem Tempo, wo der Schriftsatz auch gar nicht mehr hinherkommen kann.
So. Und das Zweite ist, man hat dadurch auch die Seitenanzahl vergrößern können. Durch diese Maschine wurde die Zeitung interessanter, deckte sämtliche sagen wir mal, Sparten ab, Wirtschaft, Sport, Kultur, Rätsel meinetwegen, und fand auch mehr Abnehmer. Und in dem Zusammenhang war Platz entstanden für Anzeigen. Anzeigen machen ja erstmal das Geschäft aus. Und das, finde ich, sind die beiden positiven Punkte, dass also mit Zunahme der Zeitungsseiten auch die Anzeigen geschaltet werden können, was also, sagen wir mal, lohnenswert macht. Also Zeitungsverlage mit dieser Maschine würden sehr schnell reich. Als die Mauer fiel, da waren alle gespannt, da war ich zufällig auf dem Dienst. Ne? Da kam die Frau Dittmann, die kam und sagt, Herr Müller, die Regierung ist gerade zurückgetreten. Setzen Sie bitte. Erich Honecker ist soeben zurückgetreten. Da war ich der Erste, der das erfahren hat, nach der Redakteurin. Lief es richtig kalt den Rücken runter. Die Drucker, die haben auf diesen Moment sich gefreut. Die wissen ganz genau, also ich rede jetzt von den Druckern, ne? Da war keiner dabei, der gesagt hat, nee, das doch mal nicht, das ist ja, ja, also wir versuchen es mal mit unseren Mitteln, also zu bestreiken oder so, also das kam, das war eine euphorische Stimmung, das können Sie sich nicht vorstellen. Bis dahin hatte die SED-lastige Stelle, hatte sich ein bisschen zurückgehalten. Die haben bis zuletzt gehofft, dass das nicht klappt, dass es eine Konterrevolution ist, und so haben die das abgestempelt. Ne? Das Volk, das hat nur gestört, ne? wir kriegen das schon hin, so in der Art, oder die Würfel wären schon längst gefallen. Na gut. Das war also die Zeit, dann war die Wende gekommen. Und die Wende brachte es mit sich, dass Axel Springer, der uns als Filetstück entdeckt hat, nun das modernste, was Europa zu bieten hatte, aufgestellt hat. Mit Springer haben wir einen Macintosh-Computer bekommen. Und diese Computer waren damals schon Weltspitze, und wir waren dadurch auch mit der Druckerei europaweit die modernste Einrichtung, was die Presse anbelangt. Ja, da war ich dann nach der Arbeit mit der Linotype, wo das noch so am Anfang war, war ich dann danach 2-3 Stunden im Nebenraum, habe die Computer bedient, gelernt, an den Computern zu arbeiten. Und da spätestens merkte ich, dass das was völlig Neues war. Ist ja klar, von der Dreidimensionalität, wie die Linotype eine war, hat man dann nur den Bildschirm gehabt. Und dann umdenken, dass es alles eine Datenleitung sind, dass es keine Buchstaben mehr sind, die ruhig mal runterfallen können, dass man sich aufhebt. Das ist alles hier irgendwo in Nirvana, wenn du was ab, du weißt nicht, wo du suchen sollst. Ne? Und das fiel viel schwer. Die Ursachen der Crashs, die im Computer und so weiter durchaus mal vorkommen, dass man die Herr wird. Na gut, wir berückten dann immer mehr zusammen, der Redakteur und wir. Die Redakteure, die hatten plötzlich gemerkt, dass sie nicht mal so die Intelligentesten waren, dass sie von oben herab uns. Jetzt war es so, dass wir alle auf Augenhöhe waren. Herr Müller, sagen Sie mal, wie wird denn das freigegeben? Frei Layout nannte sich das. Ja? Meine Bildunterschrift, die kriege ich gar nicht weg. Ja? Ich kam in sein Büro rein und habe dann das hier dann erklärt. Und so wuchsen wir ein bisschen zusammen. Und das war die Schöne an der ganzen Sache. Aber jedenfalls habe ich mich selber richtig wohl gefühlt. Ja, jetzt bist du drin, in der neuen Zeit. Ne? Und also es ging anderen anders, ist mir schon klar. Also viele waren verzweifelt, schlaflose Nächte gehabt und alles. Aber ich wusste genau, Gott sei Dank. Dazu kam noch, dass die äußeren Bedingungen, der Lärm, der Staub, die Hitze und der Schmutz, ne, durch Öl und so weiter und Späne, dass das gar nicht mehr warm war. Wir waren klimatisierte Räume. Kaffeemaschine war in der Nähe. Ein riesen Bildschirm für die aktuellen Nachrichten. Und dann die Chefsekretärin in der Nähe. Also das ist schon was Feines gewesen. Ne. Ja, und das hielt dann an, bis man anfing, am Personal zu sparen. Die Auflagen gingen zurück. Konkurrenz schläft ja nicht. Und mit dem Rückgang der Auflagen waren die Anzeigenpreise auch runtergegangen. Und das ging so weit, dass man nachdachte, hier Löhne zu kürzen. Wir haben zwar Tarife vertraut, aber die müssten neu verhandelt werden und. War also ein großer Arbeitskampf einhergegangen. Aber letztendlich zog man in der Reißleine und hat Leute entlassen. Da habe ich eine schöne Abfindung bekommen und alles, um das mal kurz zu machen, oder arbeitslos. Und der Rest war, dass ich hier mich beworben habe mit dem Museum. Und so schloss sich der Kreis wieder. Ich bin wieder an meiner Maschine, die ich auch in der FAZ vorgefunden habe. Diese hier. Die Nummer 13 war sie auch in der LVZ. Und das kommt mir jetzt im Museum zugute, weil ich weiß genau, wie die tickt. Ne? Und diese werde ich nicht überstrapazieren, dass sie noch lange den Besuchern erhalten bleibt, dass man sie vorführen kann. Denn zu so einer Maschine gibt es kaum noch Ersatzteile.
Gerhard Sonntag, 67 Jahre, von Beruf Diplom-Ingenieur Automatisierungstechnik hier in Chemnitz studiert. Ab 1977 bei Heckert Werkzeugmaschinenbau, der größte Fräsmaschinenhersteller Europas. War dort 21 Jahre lang beschäftigt in der Prozessrechentechnik, besonders in der Logistik von Hochregalanlagen und einem automatischen Transportsystem. Ich war eher ein unauffälliger Mitbewohner dieses Firmenkomplexes. Ganz unauffällig vielleicht auch nicht. Ich bin zum Beispiel 1987 aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, da müssten alle drin sein, ausgetreten, weil in der DDR da die Zeitschrift Sputnik verboten worden ist. Das gab natürlich großen Skandal. Aber ansonsten habe ich mich politisch nicht betätigt. Naja, und dann 1990, ein politisch denkender Mensch bin ich schon immer gewesen. Das war natürlich eine Riesenchance, die wir dort gesehen haben. Endlich konnte man möglicherweise was mitgestalten. Endlich waren wir von diesen Zwängen befreit, aber schon nach wenigen Wochen stellte sich raus, man war wieder anderen Zwängen unterworfen. Wir standen 1990 vor einer ziemlich ungewissen Zukunft. Zwei Problemfelder waren zu lösen. Das eine war, wie gehen wir mit der Vergangenheit um, mit dieser sehr stalinistischen Vergangenheit von Heckert. Das Problem haben wir dann relativ gut und schnell gelöst, indem man alle hauptamtlichen SED-Funktionäre, sagen wir mal, in die Wüste geschickt haben. Das hat zu einer großen Befriedung in der Belegschaft beigetragen. Und man hörte dann auch auf, sich gegenseitig zu bezichtigen, der muss weg, weil er SED-Mitglied ist oder so. Die andere Problemlage natürlich, wie sichern wir die Arbeitsplätze, das war wesentlich schwieriger. Zum einen war zunächst ja auch die alte Führung am Ruder, die mit den marktwirtschaftlichen Erfordernissen ja auch so vertraut nicht waren. Vielleicht haben wir dort auch als Betriebsrat einen Fehler gemacht, dass wir dort eher hätten sagen müssen, das müssen andere Leute dort auch an die Spitze. Allerdings, es gab hier niemand in der DDR, der da sehr versiert gewesen ist, irgendwas zu verkaufen. Weder sich selber zu verkaufen, noch irgendein Produkt zu verkaufen. Das haben wir einfach hier nicht gelernt. Das war eine Nötig in der Gesellschaft. Es war früher in sozialistischen Zeiten eher eine Verteilung der Maschinen als ein Verkauf. Die wurden uns praktisch aus den Händen gerissen. Und in den westlichen Ländern, wo auch Maschinen hingeliefert wurden, war es eine reine Sache des Preises. Also wir haben dort einfach günstig angeboten. Damit sind unsere Maschinen abgegangen. Wir mussten also nicht groß werben da. Es gab einen zweiten Nachteil, das waren die in der Zwischenzeit relativ hoch spezialisierten Steuerungen von solchen Bearbeitungszentren. Mit dem beginnenden Aufschwung der Mikroelektronik auch in den westlichen Ländern, da hing ja der Ostblock ziemlich hinterher, sodass also die Steuerungstechnik, die war nicht konkurrenzfähig. Aber die Maschinen, der ganze Produktionsablauf, alles was die ganzen mechanischen Teile betraf, da brauchten wir nicht einen Mitbewerber zu fürchten. Die haben wir uns auch alle angeschaut in den Altbundesländern. Die großen Fräsmaschinenhersteller haben gesagt, ja gut, die kochen alle bloß mit Wasser. Eigentlich kann uns nicht viel passieren. Das bringen wir also auch. Allerdings haben wir unterschätzt, dass wir natürlich auch eine große Konkurrenz darstellten. So ein kompaktes, riesiges Werk war natürlich dann plötzlich ohne Konkurrenz. Naja, und dann wurden teilweise ja von der Treuhand Geschäftsführer eingesetzt. Und das ist natürlich schwierig. Also einerseits braucht man Experten und andererseits darf man natürlich sich nicht die Konkurrenz ins Haus holen. Das war natürlich auch für die Treuhand, da will ich gar nicht so sehr auf die Treuhand schimpfen, war das ein Spagat. Also entsprechende Experten zu holen, die aber nicht Interessen der Firmen vertreten, wo sie möglicherweise herkommen. Und das war ganz schwierig. Aber es gab auch den Fall, dass jemand von der Treuhand gekommen ist, der uns Anfang der 90er Jahre dann einen entscheidenden Tipp gegeben hat, dass man möglicherweise die Absicht hat, Heckert abzuwickeln. Und da konnten wir natürlich gegensteuern, indem wir hier den gesamten Chemnitzer Maschinenbau mobilisiert haben und auf die Straße gegangen sind, gemeinsame Betriebsversammlungen abgehalten haben, bis aus der Treuhand grünes Licht kam, okay, wir werden jetzt versuchen, Heckert zu sanieren und dann zum Verkauf zu bringen. Das zog sich bis 1994 hin und tatsächlich wurde dann
Heckert an den schwäbischen Drehmaschinenhersteller Traub verkauft. Klang sehr gut, keine direkte Konkurrenz, aber große Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau. Was wir auch nicht wussten, war, dass Traub zu diesem Zeitpunkt bereits mit 250 Millionen D-Mark verschuldet war und damit wahrscheinlich die Erwägung dort gewesen ist, Heckert zu nehmen und sich darüber zu sanieren. Das hat aber nicht funktioniert. 2 Jahre später musste Traub Insolvenz anmelden und 14 Tage später musste Heckert auch aufs Amtsgericht gehen und Konkurs anmelden. Konkurs bedeutete im Osten allerdings was anderes als im Westen. Es hieß im Osten Gesamtvollstreckungsverfahren und setzte entscheidende Regelungen außer Kraft, nämlich eine Übernahme der Belegschaft bei Fortführung des Unternehmens und eine Übernahme des Betriebsrates. Und damit wurde natürlich der gesamte, oder das heißt, natürlich ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil der Betriebsrat hat sich ja massiv dafür eingesetzt, dass das Unternehmen erhalten geblieben ist. Und ich würde mal behaupten, ohne unsere Aktivitäten in den Jahren bis zu dem Verkauf an Traub, wird es das Unternehmen heute gar nicht mehr geben. Aber es war jedenfalls so, dass der gesamte Betriebsrat keine Anstellung bei Starak, so heißt die Firma, die dann Heckert 1998 übernommen hat, bekommen hat. Mit dem Abstand von heute halte ich es schon für notwendig, dass sich auch Museen, die sich gerade mit Industriegeschichte beschäftigen, sich solchen Prozessen stärker widmen und auch was versuchen, dort zu zeigen. Weil das hat viele Menschen betroffen und bewegt auch viele Menschen heute noch. Wir stehen jetzt hier an der Tafel von 1993. Die hat die IG Metall mal gemacht. Zu einem Arbeitskampf wurde die vom Rathaus aufgestellt und das war genau in der Zeit, wo sich die Chemnitzer Werkzeugmaschinen oder die Chemnitzer Maschinenbaubetriebe gewehrt haben gegen das Plattmachen durch die Treuhand. 1993, sieht man an der Tafel sehr gut, gab es die alle noch, zwar mit stark abgesenkten Belegschaften, aber 1994, 1995 oder auch noch später gab es dann viele nicht mehr. Manche wurden aber genau durch solche Aktionen wie diese vom Rathaus auch gerettet vor der Schließung. Und das allerbeste Beispiel ist natürlich die Union, die nach mehreren gescheiterten Verkäufen dann als nicht sanierungsfähig dargestellt worden ist und die sich dann als Mitarbeitergesellschaft neu gegründet hat. Dieser Abbau an Personal war natürlich dramatisch und als Betriebsrat bekommt man das ja nun besonders intensiv mit. Wir waren zur Wende 1990 4.500 Beschäftigte, mit einer eigenen Poliklinik, mit einer eigenen Berufsschule. Was man da alles sich so vorstellen kann, gehörte zu diesem Betrieb. Und das ging dann in Etappen. Immer mal wieder 500 oder 800 Menschen mussten ihren Arbeitsplatz räumen. Das war natürlich auch eine enorme psychische Belastung für alle, die in diesem Prozess mit drinnen gestanden haben. Es war ja eine Sozialauswahl, wie man die sich heute vorstellt oder wie sie auch gesetzlich vorgeschrieben war, ist ja überhaupt nicht möglich gewesen in solchen Zeiten. Das heißt, man musste einerseits sehen, dass der Betrieb noch überlebensfähig war. Das heißt, dass die Fachleute auch nicht von Bord gegangen sind. Andererseits musste man aber versuchen, zumindest ganz schlimme Dinge zu regulieren. Also ich weiß, ich habe mal einen gesehen in der Reihe, wo ich wusste, dass der 5 Kinder hat. Na, den habe ich einfach dann aus der Reihe mit rausgezerrt, der sollte gehen, den Aufhebungsvertrag unterschreiben. Wie kann man solche Ereignisse überhaupt für die Nachwelt aufbewahren? Das ist eine schwierige Frage und das betrifft ja unzählige Menschen im Osten Deutschlands. Das hat unzählige Mitarbeiter von Heckert betroffen, von anderen Werkzeugmaschinenbauern, von anderen Firmen in Chemnitz. Und das ist eine Sache, die, denke ich, auch bis heute nachwirkt, dass Menschen sich so verletzt gefühlt haben, dass sie auch mit der neuen Gesellschaft dann wenig anfangen konnten. Während im Gegensatz zu den Altbundesländern Menschen mit Einführung der Demokratie dann Wohlstand erlebt haben, hat ein Großteil der Menschen im Osten erlebt,
ab heute Demokratie und ab morgen habe ich keinen Arbeitsplatz mehr. Und da den Menschen Demokratiefeindlichkeit von vornherein zu unterstellen, ist schwierig. Und deshalb denke ich, auf der einen Seite ist es schon wichtig, dass man solche Dinge jetzt mal auch noch mal aufarbeitet, um vielleicht auch Gefährdungen der Demokratie, die wir gerade heute aktuell merken und sehen, das hängt auch mit nicht aufgearbeiteten Dingen zusammen in dieser Gesellschaft hier im Osten. Wir haben das auch gemerkt, dass schon viele Manager aus dem Westen mit einer großen Arroganz hierher gekommen sind. So mit der These, also macht mal jetzt, was wir sagen, wir haben es schon immer gewusst, wie es richtig gemacht wird und ihr habt ja eh keine Ahnung von der ganzen Sache. Ja, Frau Munzinger-Brandt, Herr Brandt, ich würde gerne mit Ihnen ein Stück anfangen und Sie gerne fragen, wie Sie auf die Idee zu diesem Projekt gekommen sind, wo wir jetzt einige Beispiele dafür gesehen haben. Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung, heute hierher zu kommen und über unser Filmprojekt zu sprechen. Ich muss zugeben, dass die Situation etwas anders ist, als wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben. Wir haben hier jetzt vielleicht über den Kanal Publikum, aber nicht tatsächlich im Raum. Das ist dieser Corona-Pandemie leider geschuldet, aber es wird sicher trotzdem eine schöne Unterhaltung werden, eben ohne Anmerkungen oder Statements aus dem Publikum. Ich freue mich, dass Herr Sonntag auch da ist, der auf unser, ich sag mal salopp, Beuteschema, so wie Sie es gerade skizziert haben, nicht ganz passt, sondern eine andere Biografie hat, aber darüber werden wir sprechen, oder er selbst. Auf das Projekt sind wir gekommen, das war ein Prozess, der vor einigen Jahren angefangen hat. Und zwar bin ich durch verschiedenste Museumsbesuche, Museen, die ich besucht habe, im Familienkreis auch oder anders, darauf gestoßen, dass in den sächsischen Industriemuseen oder überhaupt in Industriemuseen, aber insbesondere vielleicht doch hier in Sachsen, Personen arbeiten und Maschinen vorführen, die auf eine besondere Art und Weise mit dem Berufsbild, was sie da skizzieren, verbunden sind. Das merkte man in den Gesprächen und man kam relativ schnell auf den Verdacht, dass die Personen, die bestimmte Maschinen vorführen, ob das jetzt in Textilmuseen war oder in der alten Brikettfabrik zum Beispiel in Knappenrode, dass die Personen doch früher an diesen Maschinen gearbeitet haben. Und das weckte meine und dann auch die Neugier von meinem Mann, sich näher mit diesen Personen ins Gespräch zu begeben und Sie dazu zu befragen, wie das für Sie ist, wenn Sie Maschinen vorführen, die eben lange Zeit doch Ihren Berufsalltag dargestellt haben und wie Sie diesen Transformationsprozess von der Arbeit in der Fabrik in das Museale verarbeitet haben, wie die Biografie gelaufen ist und was es für Sie persönlich bedeutet hat. Vielleicht erstmal so viel. Dankeschön. Und sind Sie dann nach diesen ersten Ideen, diesen Ideen da gekommen, sind direkt auf die Suche gegangen nach solchen Personen oder sind die Ihnen über den Weg gelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Also die ersten sind uns tatsächlich auf diese Art und Weise über den Weg gelaufen und es stellte sich auch raus, dass die Personen, die wir getroffen haben, doch auch bereitwillig waren, von ihren Erfahrungen zu erzählen und wir haben es dann gewagt. Ich habe meinen Mann dann überredet, weil ich selbst diese Fotos nicht hätte machen können, mit mir zu versuchen, ob wir solche Reportagen machen können. Wir haben andere Projekte schon zusammen gemacht, aber solche Filmprojekte, das war wirklich Neuland auch für uns. Und wir haben dann
aus eigenem Interesse und aus eigener Neugier die ersten Reportagen gemacht und festgestellt, dass es uns interessiert und dass es vielleicht auch andere interessiert. Und auf die Art und Weise haben wir uns da reinbegeben und haben dann auch gemerkt, eben, dass es Interesse gab. Wir sind dann auch mit der Kulturstiftung ins Gespräch gekommen und in den Gesprächen mit der Kulturstiftung oder zum Beispiel auch in den Gesprächen mit Vertretern aus dem Industriemuseum in Chemnitz wurden uns dann auch Tipps und Hinweise gegeben auf Personen. Auf die Art und Weise sind wir zum Beispiel an Herrn Sonntag gekommen. Und so haben wir dann doch angefangen, intensiver zu recherchieren, auch rumzufahren, uns rumzuhören, Dinge uns anzulesen. Und so sind wir dann am Ende auf die 20 Personen gekommen, die wir dann interviewt haben und Filme gemacht haben. Sie haben die Kulturstiftung eben angesprochen. Die Filme sind da über einen längeren Zeitraum entstanden, sind jetzt frei im Internet verfügbar und abrufbar. Also Sie verdienen damit nichts. Sozusagen, das ist also doch ein Projekt, das auch eine gewisse Leidenschaft von Ihnen dann ist, nehme ich mal an, auch wenn die Kulturstiftung jetzt sicher das auch fördert, kann ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Wir haben die ersten Filme im eigenen Auftrag gemacht. Wir haben dann eine Förderung der Kulturstiftung bekommen, in sehr schöner Höhe auch, die uns erlaubt hat, 12 weitere Filme dann zu machen. Und dann haben wir nochmal 3 Filme draufgesattelt. Nochmal die letzten 3 Filme sind wieder im eigenen Auftrag entstanden. Aber die deutsche Steuerbehörde hat sich schon, oder unser Steuerberater hat sich schon gleich gemeldet und hat gesagt, also wenn wir das nur als Hobby machen, dann kommt gleich dürfen wir gleich wieder die Umsatzsteuer und bestimmte Dinge zurückzahlen. Also es muss schon ein wirtschaftliches Interesse und natürlich sind wir daran interessiert, dass die Filme laufen, dass sie gezeigt werden, dass wir haben auch dadurch andere Anfragen bekommen, jetzt tatsächlich auch Filme im Auftrag von anderen herzustellen. Also es ist jetzt, es ist vielleicht ursprünglich mal eine freie künstlerische Arbeit gewesen, aber es hat sich natürlich doch zu einem intensiven Projekt entwickelt und was wir eigentlich noch hoffen ist, dass wir vielleicht es auch noch schaffen, abgesehen von Veranstaltungen, vielleicht dann auch mit Publikum noch mehr zu machen, vielleicht auch ein Buch draus zu machen. Mal sehen. Also verschiedenste mediale Formate dann sozusagen. Ist jetzt so mit den knapp 20 Filmen, Sie hatten es gesagt, das für Sie in dieser Form abgeschlossen jetzt? Oder wollen Sie da irgendwie noch weiter dran arbeiten, auch in dieser filmischen Variante? Also ich denke, wir sind jetzt mit den 20 Filmen, die wir ja über ganz Sachsen verteilt gemacht haben, wo wir versucht haben, auch einen guten Proporz herzustellen. Männer und Frauen sollten zu Wort kommen. Wir haben verschiedene Landstriche Sachsens, was interessanterweise auch zu anderen Sprachtempi, wird man vielleicht merken, wenn man sich die Filme anschaut, dass man in Leipzig schneller spricht als im Erzgebirge. War es für uns auch eine ganz interessante Rundreise. Wir waren eben durch die Förderung dann strikt auf Sachsen beschränkt, so interessant, auch auf der anderen Seite in Brandenburg vielleicht etwas schien. Also wir denken, dass wir mit dem Projekt jetzt insoweit durch sind, dass dann auch weitere Interviews dann vielleicht zu Redundanzen führen würden. Wir haben versucht, jedem Film einen eigenen Aspekt zu geben, dass sie sich gegenseitig stützen und zusammen ein größeres Bild ergeben als die einzelnen Filme. Aber dieses Projekt, würde ich sagen, damit sind wir durch. Danke. Eine Frage, die ich gerne stellen möchte, ist auch die nach der Form. Das ist ja eine relativ spezielle Form. Das ist, obwohl es Filme sind, sie viel mit Standbildern sozusagen arbeiten, also mit Fotografien. Und auch eine relativ spärliche Untermalung sozusagen dort nur stattfindet. Denn das, was man hört, sind dann also die Personen, die sie interviewen und es sind die Maschinen, die in Betrieb sind, aber keine musikalische Untermalung beispielsweise, wie es ja für Dokumentation oft eingesetzt ist. Das ist eine, finde ich, sehr interessante Herangehensweise, die auch sehr konzentriert sozusagen auf den Kern, nämlich die Person und die Objekte, mit denen sie beschäftigt sind. Ist eine Form, die sicher mit ihrem beider fotografischen Hintergrund auch ein Stück zusammenhängt, kann ich mir vorstellen. Oder ist das auch in der Auseinandersetzung mit dem Protagonisten dann entstanden, diese spezielle Form, sich dem Thema zu nähern? Wir haben uns ganz bewusst für diese Form entschieden und haben eigentlich mit den Protagonisten auch nicht sehr viel darüber gesprochen. Es hat sich aber als Folge dieser
reduzierten Form zum Beispiel ein sehr kleines Team, bestehend aus uns beiden, ergeben. Wir hatten zwischenzeitlich auch einen Kameramann dabei, aber dann auch gemerkt, dass je größer das Team, desto weniger intim die Situation, desto schwieriger vielleicht sich zu öffnen. Und haben also einmal aus diesem Grund eine ganz reduzierte Form gewählt, aber formal, um jetzt filmsprachlich zu sprechen, sehe ich eigentlich in der Reduktion eher eine Erweiterung. Also wie Sie so schön sagen, das Wort Untermalung sagt ja eigentlich so etwas, da ist irgendetwas dabei, was es nicht unbedingt braucht. Und wir waren der Meinung, dass das stehende Bild, obwohl es ja erstmal eine Einschränkung gegenüber dem Bewegtbild ist, was wir ja auch einsetzen, aber durchaus dazu führen kann, dass man angeregt wird, selber Assoziationen sich reinzuversetzen in die Person, mehr als wenn man die ganze Zeit geführt wird und kommt der Schwenk, dann gucke ich dahin, jetzt kommt die Hintergrundmusik. Das haben wir eher als ablenkend gleich verworfen und uns auf stehende Bilder konzentriert, um auch Kino im Kopf zu starten. Sonntag, vielleicht Sie an dieser Stelle, was war das für ein Gefühl, sozusagen in dieser Art und Weise dann so sich selbst zu sehen? Naja, es war schon etwas merkwürdig. Also ich war von Anfang an nicht so besonders begeistert, wo ich die Anfrage bekommen habe, weil das ja auch immer mit gewissen Auffühlen von Emotionen verbunden ist. Im Nachhinein muss ich sagen, und ich bin sehr dankbar, dass Sie dieses Thema auch in der Art und Weise aufgegriffen haben. Denn diese Symbiose von der Menschen mit den dazugehörigen Maschinen, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und ich habe mir heute Vormittag nochmal einen Film angeschaut von dieser Textilarbeiterin in Grimmitschau. Da ist mir das nochmal so ganz klar und bewusst geworden wieder. 1990 brach die Textilindustrie nahezu völlig weg im Osten hier. War im Westen auch problematisch, aber hier im Osten, die war nahezu verschwunden. Und diese Textilarbeiterinnen, die jetzt dort beschäftigt gewesen sind, die hatten fast überhaupt keine Chance mehr, weil alle Textilbetriebe sind nach unten gegangen, massiv nach unten gegangen oder ganz verschwunden. Das heißt, es blieb am Ende maximal eine Umschulung. Für Ältere war das aber nicht möglich. Das heißt, sie standen plötzlich nach der so hochgelobten Wende, wie es immer in den Medien kamen, standen die vor nichts. Keine Arbeit, keine Anerkennung, nichts. Und für mich hat die Begeisterung, die diese Frau ausgestrahlt hat, diese Maschine in dem Museum zu bedienen, so ein Stück Wiedergutmachung oder ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also man gibt im Nachhinein ein ganz kleines Stück auch die Würde den Menschen wieder zurück, wenn man diese Bilder sieht. Also das habe ich zumindest beim Betrachten des Films empfunden. Sie sind dann konkret über eine Anfrage des Industriemuseums dann mit zum Projekt dazugekommen oder wie hat sich das gestaltet? Wir hatten durch meine spätere Tätigkeit bei der IG Metall hatten wir einen sehr guten Kontakt zum Chemnitzer Industriemuseum. Das ist auch durch unseren IG Metall-Chef in Chemnitz maßgeblich mit überhaupt entstanden. Und das heißt, durch diesen Kontakt, der hält bis heute an, also ich habe noch vor 2-3 Jahren, habe ich dort mal ein Projekt mitgemacht, da habe ich mit Gymnasialschülern Streik geübt. Also wie verhalte ich mich in einem Streik? Das war so ein Projekt im Museum. Und dieser Herr Dressler, der, mit dem ich eben da befreundet bin, der hat mich angefragt und nach einem gewissen Zögern habe ich zugesagt, aber ich habe es nicht bereut. Also das kann ich nur bestätigen. Ich weiß noch, wie wir dann das erste Mal telefoniert haben und Herr Sonntag war wirklich sehr zurückhaltend. Aber ich glaube, er hat auch von Anfang an gleich verstanden, worum es in unseren Filmen geht, nämlich nicht nur um eine sachliche Darstellung der Geschehnisse oder der Erlebnisse, sondern auch um die Frage, was es für ihn persönlich bedeutet hat. Und das ist, glaube ich, das, was natürlich auch sehr anstrengend ist und auch sehr viel abverlangt hat von unseren Protagonisten, von ihm vielleicht sogar ganz besonders. Ich meine, das merkt man schon sehr deutlich. Also unsere Protagonisten mussten, ohne uns zu kennen, doch ziemlich viel Vertrauen haben in uns. Und
Also weder er noch die anderen haben die Chance gehabt, uns vorher wirklich gut kennenzulernen. Das haben wir auch mit Absicht nicht gemacht, weil wenn man mit den Personen zu viel schon vorab spricht, dann haben sie so das Gefühl, sie haben eigentlich schon alles erzählt. Und wir wollten doch auch, was er gerade angesprochen hat, Frau Fliegner, auch diese Ergriffenheit nochmal, das darzustellen, wie das war, das wollten wir so ein bisschen einfangen. Also es ging jetzt nicht um Oral History, um von früher zu erzählen, sondern eben genau um diese Erlebnisse. Und ich muss sagen, das hat uns auch jetzt, wir sind ja beide aus dem Westen, auch sehr viel beigebracht zu der Frage, wie die Menschen das hier erlebt haben. Man kann ja viel lesen und so, aber wir waren auch wirklich dankbar dafür, dass uns diese ganzen Geschichten erzählt wurden. Und ich habe das gut verstanden, dass Herr Sonntag da erstmal sehr zurückhaltend war, aber ich bin auch froh, dass es gelungen ist, ihn dann doch zu überreden. Und wie gesagt, also für uns war das auch sehr wichtig und wir haben das eben auch erlebt mit Menschen, denen wir die Filme gezeigt haben, die Filme gesehen haben, dass es eben doch auch diese Erzählungen sehr viel bewirken können, nochmal an gegenseitigem Verständnis. Nochmal zu der Frage auch mit der Bebilderung, gerade auch bei Frau Fliegner, wo sie das zum Beispiel, den Film, den Sie gerade ansprachen, wo sie das sagt, dass sie mit ihrem Mann plötzlich von einem Tag auf den anderen zu Hause auf dem Sofa saß und dann mit 20 Leuten gleichzeitig zum Arbeitsamt, wenn man sich das mal so vorstellt. Und sie sagt das und dann blenden wir so ein Foto ein, wo ein Schild von so einer Maschine in so einem Korb steckt, also wie in so einem Papierkorb. Das hat für uns so bedeutet, wie das einfach auch alles im Bach so runterging. Und das Bebildern mit Fotos, und also wir fanden das dann auch stärker, jetzt nicht nur sie immer das Porträt zu zeigen, wie sie was erzählt, sondern das mit Bildern zu hinterlegen von so einem stillgelegten Museum. Und wir haben das stärker gefunden als jetzt zum Beispiel historische Fotos zu zeigen. Das haben wir wirklich nur in wenigen Filmen in Ausnahmefall gemacht, wo wir dachten, das ist wirklich wichtig. Oder bei einem Film, da gibt es einfach das Museum so klein, dass man gar nicht so viel zeigen kann. Aber wir fanden das stärker, das so zu bebildern und den Ton einfach stehen zu lassen, als jetzt immer so historische Fotos und wie war das früher und so, sowas zu suchen. Also das vielleicht nochmal auch als kleine Anmerkung zu der formalen Gestaltung. Da Sie Ihre eigene Westsozialisation gerade angesprochen haben. Sie sind ja relativ bald nach 1990 dann nach Dresden gegangen, wenn ich das richtig sehe, so von Ihrem Lebenslauf her. Und das war dann jetzt nochmal ein ganz neuer Punkt sozusagen für Sie, sich da auch mit dieser Wendevergangenheit sozusagen auseinanderzusetzen. Oder haben Sie das vorher schon in einer gewissen Art und Weise getan? Also meine Familie kam aus Dresden, ist 45 weggegangen, insofern hatten wir hier immer Anknüpfungspunkte und ich war auch mit meinem Mann, wir haben auch dann in West-Berlin gewohnt, wir sind viel in der DDR rumgereist, das hat uns schon immer sehr interessiert, aber es war schon für uns beide, glaube ich, ein Projekt, wo wir doch sehr viel eben auch hier über unsere schon seit 22 Jahren heimatseiende Umgebung gelernt haben. Wir haben ein anderes Projekt zusammen gemacht, das heißt ganz direkt Heimat Loschwitz, Einheimische und Vielheimische am Elbhang. Da setzen wir uns mit der noch viel näheren Umgebung auseinander. Also das sind jetzt zwei Projekte, ja, das kann man schon so sagen, wo wir sehr viel hier gelernt haben. Ich weiß nicht, wie dir es ging. Ja, ich sag's mal formal, Bürger des untergegangenen West-Berlin, war ich ja nie weit weg von der DDR. Und wir haben uns auch in Berlin kennengelernt, wie meine Frau schon sagte, und sind viel rumgereist. Unter anderem hatten wir auch mal ein zweiwöchiges Dienstvisum, wo wir uns also völlig frei bewegen konnten in der DDR, weil wir jemanden kannten, der in der ständigen Vertretung gearbeitet hat. Mein Vater ist Hallenser, es gab also nach den Ostverträgen stetig Reisen auch. Von daher war uns die DDR jetzt nicht völlig unbekannt, aber wir haben nicht in ihr gelebt. Und die Wende haben wir vielleicht eher mit Westaugen betrachtet. Also die großen Veränderungen fanden natürlich mehr im Osten des Landes statt als bei uns, wo ja sozusagen alles eher mit Hochdruck weiterging. Und wenn man böse ist, vielleicht auch davon sprechen kann, dass es dass ja Beutezüge stattfanden, sonst was. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber
Ich glaube, die Veränderungen waren auf der Ostseite größer als auf der Westseite. Aber auch West-Berlin ist nicht mehr da. Es gab auch große Veränderungen im Westen natürlich. Und auch der Westen von damals ist nicht der Westen von heute oder hat sich auch stark verändert. Ja, gerade aktuell zeigt sich ja wieder auch so ein Stück, dass der Austausch über diese Art der Veränderungen, wie alles vonstatten gegangen ist, offensichtlich ein Stück gefehlt hat auch in den vergangenen Jahren, wenn man sich gewisse Polarisierungen anguckt, die gerade jetzt auch hochkommen. Und wo ich denke, dass gerade ein Projekt wie das jetzt durchaus auch helfen kann, sozusagen Sichtweisen zu vermitteln und zu zeigen, wie es Menschen ganz konkret ergangen ist, was sie ganz konkret dann eben erlebt haben in dieser Situation. Ja, auch bei Ihnen, Herr Sonntag, wo ja, also Sie sozusagen am selben Ort geblieben sind, arbeitstechnisch erstmal, aber sozusagen in einer anderen Organisationsform, in einem anderen System, dann sozusagen als jemand, der sehr lange schon in dieser Firma gearbeitet hat, also erst dem Kombinat, dann später in der GmbH. Vielleicht können Sie einfach kurz ein Stück skizzieren, wieso Ihr Arbeitsleben bei Heckert sich gestaltet hat. Ich fange mal nochmal von hinten an, nämlich von dem Film, den wir aufgenommen haben. Ich bin ja 1998 dann wie der gesamte Betriebsrat entlassen worden, aber dann, wo 20 Jahre später in dem Betrieb immer noch Menschen sagen, also dieser Mensch kommt hier nicht, betritt den Betriebsboden nicht wieder. Das war für mich wie eine zweite Entlassung nochmal. Hat mich schon sehr getroffen und war aus irgendwas, was ich befürchtet hatte, wo ich am Anfang zu skeptisch gewesen bin. Aber jetzt zurück. Es war für mich ja schon schwierig, überhaupt zu einem Studium zu kommen. Ich war weder bei den Pionieren noch in der FDJ, noch habe ich Jugendweihe gemacht, weil ich stamme aus einer ziemlich pietistischen Familie. Und am Ende ist es doch bis zum Walter Ulbricht etc. gegangen. Dann durfte ich zumindest Abitur machen und dann auch studieren. Habe was Technisches studiert, hätte ich eigentlich nicht gemacht, hätte lieber was Geisteswissenschaftliches gemacht, ging nicht. Da war die Ideologie ja noch viel stärker verbreitet als bei was Technischem, das war noch relativ neutral. Und bin dann glücklicherweise bei Heckert gelandet. Das war auch schwierig. Da hat mir dann mein erster Chef erzählt, er hätte für mich gebürgt, er hätte sich meinen Lebenslauf durchgelesen. Und eigentlich wollten sie mich schon ablehnen, aber dann hat man mich doch genommen. Gut. Also bin ich dort als Softwareentwickler. Es gab dort Heckert war ja ein äußerst moderner Betrieb. Und ich war in Neuberg, das ist erst in den 70er Jahren in Betrieb genommen worden, Anfang der 70er Jahre. Und habe dort im Logistikbereich gearbeitet. Das heißt, wir hatten eine automatische Regalanlage. Da haben also irgendwelche Roboter in 70er Jahren schon, muss man sich vorstellen, Teile aus einem Hochregallager geholt. Selbstständig und das wurde im Rechner verbucht und so. Was heute eine Selbstverständlichkeit ist, war damals natürlich Neuland. Und wir hatten, dafür war ich verantwortlich, die ganze Software zu betreuen und auch das Betriebssystem. Das war ein eigenständiges Betriebssystem, extra dafür entwickelt. Und gleichzeitig gab es noch so ein automatisches Transportsystem, wo die Teile von dem Lager dann an den einzelnen Arbeitsplatz automatisch transportiert worden sind. Und das läuft, war ich auch noch mit zuständig. Habe es allerdings nur bis zum Gruppenleiter geschafft, weil Abteilungsleiterposten, die mir durchaus angeboten worden sind, waren immer mit der Aufforderung verbunden, aber also entweder SED oder zumindest aber Kampfgruppe. Und da ich da gesagt habe, bei beiden Sachen nein, danke, hat es eben dann bloß bis zum Gruppenleiter gereicht. Und dann, das war so mein Arbeitsalltag, da war ich eigentlich eher unauffällig. Nur manchmal konnte ich mich dann doch nicht bremsen, weil ich eben ein politisch denkender Mensch bin. Wenn irgendwelcher Unsinn gesagt wurde in der Gewerkschaftsversammlung oder so, dann ist mir schon einmal der Kragen geplatzt und ich habe einen Satz gesagt. Ja, das ging dann so weit, dass der Hauptabteilungsleiter gesagt hat zu meinem Chef, er soll den weißen U nicht immer in der Gewerkschaftsversammlung sprechen lassen. Also das ist eher so eine lächerliche Angelegenheit. Ne? Aber ansonsten bin ich dort nicht groß aufgefallen. Aber ich hatte zur Wende eben dann einen Vorteil, da ich als Ingenieur direkt in der Produktion gearbeitet habe, habe ich die Sprache der Arbeiter mitgesprochen. Die ist ein bisschen derb und ist auch
Also sehr zart beseitet darf man da nicht sein, aber die ist auch ehrlich und nicht so von Hintergedanken geprägt. Und das hat mir wahrscheinlich dann auch die vielen Stimmen eingebracht, obwohl mich sonst im Betrieb, außer diesen engeren Bereichen der Produktion, gar niemand groß gekannt hat. Aber das war wahrscheinlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich hatte also bei der ersten Betriebsratswahl dann relativ viele Stimmen, obwohl ich gar nicht kandidieren wollte. Ich habe mich nur bereit erklärt gehabt, den Wahlvorstand zu machen. Das hatte ich, glaube ich, schon bei den Filmaufnahmen mitgesagt. Das ist jetzt aber im Film nicht drin. Und am letzten Tag stellte ich fest, 18 Betriebsräte sind zu wählen, es sind bloß 17 auf der Liste. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir das erste Mal eine freie Wahl und jetzt haben wir nicht mehr so viele Kandidaten, wie zu wählen sind. Da musste ich jetzt noch draufschreiben. Da habe ich mich dort noch mit draufgeschrieben, dann kamen noch zwei, dann gab es zumindest eine gewisse Auswahl. So bin ich also dann im Betriebsrat gelandet und durch die hohe Stimmzahl hat man mich gefragt in der ersten Sitzung, wo ich überhaupt nie damit gerechnet hatte, ob ich freigestellter Betriebsrat machen würde. Da braucht man Party auch ein bisschen wissen, wo es lang geht. Und ja, da war ich plötzlich nach der ersten Sitzung, die ging vielleicht eine Dreiviertelstunde, war ich plötzlich freigestellter Betriebsrat. Also so rasch sind auch manchmal die Veränderungen vonstatten gegangen. Und das Schicksal, sage ich mal, von Heckert dann nach 1990 ist ein relativ paradigmatisches sozusagen, also mit Übernahmen, mit Neugründungen, Zerschlagungen oder endgültigen Übernahmen dann, wo man gerade als Betriebsrat ja auch sehr nah dran ist und vielleicht auch in einem Zwiespalt ist, einerseits so zwischen den persönlichen Schicksalen der Arbeiter, mit denen man da zu tun hat, andererseits so mit dem Kampf, sage ich mal, um das Fortbestehen des Unternehmens, gerade in so einer Umbruchphase. Vielleicht können Sie ein Stück skizzieren, wie Sie so das erlebt haben. Na, diese Tätigkeit als Betriebsrat, die hat mich nahezu innerlich zerrissen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Man muss sich vorstellen, also ein Betrieb mit 4.500 Beschäftigten 1990 ist dann mit, ich glaube, es waren 430 oder das kann ich gar nicht mehr genau sagen, oder es waren 630, sind dann 1994 mit 630 in die erste Privatisierung gegangen. Das heißt also, 3.500 oder noch ein paar mehr haben ihren Job dort verloren. Und genau dieser Spagat dann zwischen Erhalt des Unternehmens bedeutet aber auch Erhalt von guten Spezialisten. Gute Spezialisten sind aber häufig nicht die am schützenswertesten sind nach der Sozialauswahl. Die gab es ja schon gar nicht, die war ja direkt gesetzlich nicht notwendig in dem engeren Sinne. Und das zerreißt natürlich ein Betriebsrat, der die Interessen der Schwachen vertreten soll. Da muss jetzt mindestens gleichwertig, aber das war nicht gleichwertig, das war überproportional, die Interessen des Unternehmens mitvertreten. Und wenn man in so einer Position ist, dann findet auch irgendwo, also das war eine wahnsinnige Identifizierung mit dem Unternehmen, die im ganzen Betriebsrat stattgefunden hat. Weil wir waren mit hauptverantwortlich dafür, dass die Bude weiter existiert. Ich musste nach Berlin fahren, mit der Treuhand reden und mit Investoren haben wir uns getroffen und solche Dinge. Und also das geht schon, das geht auch an der Substanz. Ne? Also da kann meine Frau ein Lied davon singen. Das hat mich zum Teil krank gemacht. Also ich bin dort am Ende psychisch angeschlagen aus dem Unternehmen rausgegangen. Das war also, das habe ich mir nie anmerken lassen. Ich habe deswegen keinen einzigen Tag gefehlt im Betrieb, aber ich habe teilweise nur noch mit Tabletten existieren können in den besonders schwierigen Phasen. Am Anfang waren wir ja sehr blauäugig. Da haben wir natürlich schon gedacht, na gut, okay, jetzt ist es eben Staatsvermögen und das erste Jahr gibt es jetzt Kurzarbeit null, aber es ist ja Kündigungsschutz da. Aber das ist noch, die Blauäugigkeit ist natürlich nach wenigen Monaten verflossen. Im Nachgang muss man sagen, die Verantwortlichen, diese Transformation in der Art und Weise, wie sie stattgefunden hat, geplant haben, denen war das hundertprozentig von vornherein klar, dass es diesen Zusammenbruch bedeutete. Das sieht man an so einem Betrieb wie Heckert, die wirklich auf dem aktuellen neuen Stand gewesen sind, schon mit dem Maschinenpark, auch mit dem Know-how der Ingenieure, vielleicht nicht im Verkauf, das war bestimmt ein Manko. Aber selbst wenn so ein Betrieb eigentlich geschlossen werden sollte 1992,
Das war kurz vor der Schließung der meisten Maschinenbaubetriebe in Chemnitz. Und da gleich mal einen Aspekt noch mit einfließen lassen von der Zwiespältigkeit der Treuhand. Da hatten wir einen Geschäftsführer, auch ein Westdeutscher, der hat uns den entscheidenden Tipp gegeben, hat gesagt, also Leute, ihr müsst euch wehren, ansonsten werdet ihr hier abgewickelt. Und da haben wir dann eine gemeinsame Betriebsversammlung von allen Maschinenbauern gemacht, aber auf der Straße, das weiß nicht, waren 30.000, 40.000 Leute vielleicht da. Und das hat dann die Treuhand zum Umdenken bewegt und dann wurde wirklich versucht, die Unternehmen nicht zuzumachen, sondern zu privatisieren. Zumachen wäre natürlich für die Interessenten in Altbundesländern natürlich günstiger gewesen, weil die Kapazitäten waren nicht notwendig in der Zeit. Ja, die Rolle der Treuhand ist ja heute auch gerade wieder in der Diskussion. Einige Bücher in der letzten Zeit auch erschienen. Hat dieses Thema in den anderen Videos, den Interviews, die Sie geführt haben, Frau Munzinger-Brandt, Herr Brandt, auch eine Rolle gespielt? Also speziell das Thema Treuhand. Ich glaube, es ist die Nummer 7. Herr Schiemann vom Elektroporzellanwerk in Groß-Dubrau muss sich, glaube ich, sehr beherrschen, in unserem Film nicht ganz durch die Decke zu gehen. Und ich muss vielleicht nochmal voranschicken, dass wir unsere Protagonisten immer haben reden lassen. Wir haben jetzt nicht ihre Aussagen in Zweifel gezogen, sondern eigentlich im Raum stehen lassen und erstmal gesagt, das ist die Wahrheit, so wie sie sich für den Protagonisten darstellt. Und jeder möge bitte seine Schlüsse daraus ziehen. Ja, und Herr Schiemann vom Elektroporzellanwerk in Groß-Dubrau ist sicher kein Freund der Treuhand gewesen, sondern lastet ihr, aber auch dem damaligen Direktor des Werkes, doch an, dass sie das Werk quasi über Nacht geschlossen, entgegen anderen Aussagen, wo immer Interessenten da waren und sich für die Übernahme des Werkes interessierten, ist es dann zugemacht worden. Er vermutet, also man kann ihn ja selber hören in dem Film, dass auch dort die Kapazitäten nicht gebraucht wurden. Im Gegenteil, dass sich hier eine Konkurrenz darstellte, die sehr kostengünstig auf modernstem Stand produzieren konnte. Was in dem Film, also in der Konsequenz, ist das Werk ja dann geschlossen worden, mit, ich glaube, auch 2000 Mitarbeitern allein im Werk plus Zulieferern in der Umgebung. Der Ort liegt praktisch im Wald, so stellt es sich für uns dar. Also da ist bis heute eigentlich nicht wieder Boden gut gemacht worden, im größeren Stil. Ja, da kann man sich natürlich auch fragen, hätte es ganz anders laufen können. Aber das haben Sie, glaube ich, auch, Herr Sonntag, im Interview gesagt. Da war auch eben der Spagat der Treuhand, Experten zu schicken, die beraten sollten bei der Umstellung aufs kapitalistische System. Diese Experten konnten ja eigentlich nur aus Konkurrenzfirmen kommen, sonst wären es Branchenfremde gewesen. Und schon stellte sich wieder die Frage, schneidet man sich ins eigene Fleisch, züchtet man sich die Konkurrenz heran. Ja, also im Falle von Groß-Dubrau jedenfalls ist es nicht gut ausgegangen. Und da wird der Treuhand, glaube ich, einiges angelastet. Das müsste man auch genauer prüfen. Ja, es sind natürlich immer viele Bausteine, die dann zusammengesetzt werden müssen. Und da sind natürlich Aussagen wie die von dem Protagonisten ein wichtiger Baustein, der eben in diesen ganzen Komplex mit hineinspielt. Herr Sonntag, Sie haben ja eben auch nochmal sehr eindrücklich so die Belastung geschildert, die mit diesen ganzen Prozessen einhergegangen ist. Und Sie sind ja dann trotzdem, also nach Ihrer Tätigkeit bei Hecker, dann in diesem gewerkschaftlichen Kontext geblieben. Also haben in diesem Bereich weitergearbeitet, also haben sich da vielleicht ein Stück verantwortlich gefühlt auch, oder wie kam es zu diesem Übergang? Naja, es war nicht so einfach für mich überhaupt nach dieser Geschichte eine Arbeit zu finden. Ich hatte zwischen einer Qualifizierung gemacht als Sicherheitsfachkraft, habe ich mich bei Siemens beworben,
direkt nach der Entlassung. Ja, es war ein freundliches Gespräch, aber ich bin nicht genommen worden. Warum auch? Ich war in der ganzen Region verbrannt. Ich hätte schon in die Altbundesländer gehen müssen, weil in den Zeiten, wo die Insolvenz bei Heckert anstand, da war ARD, ZDF bei uns im Fernsehen. Wir sind in 20 Uhr Nachrichten gekommen. Also, und wir haben uns ja immer wieder gewehrt. Und jeder wusste, also der Betriebsrat bei Heckert, das scheint besonders harte Hunde zu sein, die sich nicht alles gefallen lassen. Und wer stellt dann so einen Menschen ein, dass er, da bringt man ja nur Unruhe in die Firma. Aber ich habe das auch nicht bereut, dass ich zur IG Metall gegangen bin. Ich hatte ja nun genügend Erfahrung aus meiner Betriebsratstätigkeit und das hat mir schon sehr geholfen. Ich habe dann Maschinenbau und IT-Betriebe betreut und es war natürlich eine, ich bin bis 2011 dort gewesen, aber das war immer noch eine Zeit, wo die schwierig war. Also immer noch sinkende Mitgliederzahlen und häufig noch die Menschen, die nach den Entlassungswellen übrig geblieben sind in den Firmen, deren einzige deren Hauptmotivation immer war, lasst mich bis zur Rente kommen, meinen Arbeitsplatz behalten. Und da natürlich Widerstand aufzubauen oder mal für einen Tarifvertrag zu streiten, das war ganz äußerst schwierig und da hat man dann auch einige Niederlagen einstecken müssen, ist einfach so gewesen. Das stellt sich heute ganz anders dar, da ist eine andere Generation in den Unternehmen. Aber ich habe das auf keinen Fall bereut und mein Blickfeld hat sich dort auch noch mal ein ganzes Stück geweitet. Vielleicht kann ich noch mal einen Satz zu der Treuhand sagen. Es ist in der Tat so, wie mein Vorredner das auch schon gesagt hat, es war sehr zwiespältig. Denn diese Fragen der Konkurrenz, die waren bei jedem Manager, der da kam, schwebten die im Hintergrund mit. Und die Treuhand hat aber auch Menschen geschickt, also da fragt man sich, welche Entscheider saßen denn in der Treuhand? Wir haben bei uns, bei Heckert zum Beispiel, als Hauptgeschäftsführer für 4 Wochen einen bekennenden Alkoholiker gehabt. Das hat er zwar nicht gesagt, er hat sich immer so einparfümiert, dass man erstmal nichts gerochen hat, wenn er bei uns im Betriebsrat war, aber wir waren ja nicht mit allen gut dran. Und seine Sekretärin hat mir gesagt, naja, also am Abend so 10 Büchsen Bier hat er dann geleert schon. Und wenn er da gerade dabei war und es kam gerade Besuch, dann ist er schnell in den Fahrstuhl und verschwunden. Muss man sich mal vorstellen, einer der wichtigsten Betriebe von Chemnitz wird so ein Mensch hingeschickt. Er war dann nach ein paar Wochen wieder weg, wir haben uns doch beschwert. Das war also eine Episode, aber so eine Episode sagt manchmal ja auch viel aus. Ne? Also entweder man hat niemand, man schickt dann den allerletzten hin, oder man sagt, na gut, die machen wir sowieso irgendwann zu, dann kommt es eh nicht drauf an, wer dorthin geht. Dann habe ich das andere Beispiel ja schon erzählt, der uns den Tipp gegeben hat. Das wäre ja eine positive Seite gewesen. Also es gab durchaus Menschen, die wirklich was bewegen wollten im Osten. Das war ein junger Mann, der hat wirklich seine ganze Kraft eingesetzt, die Firma weiterzuentwickeln. Der nächste Schritt war dann unsere Privatisierung an die Firma Traub in Baden-Württemberg. Ja, das war eigentlich eine Operation. Im Nachhinein hat sich das herausgestellt als Operation am offenen Herzen. Die Firma war mit 250 Millionen schon verschuldet. Und die hat sich Heckert genommen und gesagt, ja wunderbar, die machen andere Maschinen, wir machen Drehmaschinen, die machen Fräsmaschinen und die können wir gut zum Schuldenabbau vielleicht benutzen, dass wir unsere Existenz sichern. Das haben wir natürlich nicht gewusst, dass die so verschuldet gewesen sind. Wir haben gesagt, eine wunderbare Symbiose, da waren wir wieder froh über die drei, haben gesagt, ja, haben sie mal endlich was Vernünftiges auf die Beine gekriegt. Das hat bis 2 Jahre gedauert und dann haben die trotzdem Insolvenz angemeldet und hatten aber in der Zwischenzeit 50 Millionen noch an Heckert zu zahlen. Da saß dann der Insolvenzverwalter drauf und 14 Tage später, obwohl das groß verkündet worden ist, auch im Fernsehen sogar, also Heckert in Chemnitz ist saniert, die machen auf keinen Fall, sind die von der Insolvenz betroffen. 14 Tage später konnten wir die weiße Fahne hissen. Und das sind solche Dinge, wo man sagt, also in der Treuhand ist wirklich extrem viel schiefgelaufen. Weil ich denke, weil man das gewusst hat, ist man auch so rangegangen. Man hat sich gesagt, das System muss zusammenbrechen und aus den Trümmern müssen wir mal gucken, ob wir dann was Vernünftiges wieder machen können. Und so waren die meisten Handlungen leider der Treuhand. Man merkt, es ist ein Thema, das Sie auch nach den vielen Jahren noch sehr beschäftigt. Umso bewundernswert ist es, dass Sie sich sozusagen auch dieser Erinnerung stellen, möchte ich sagen. Wenn Sie so nach den ganzen Jahren jetzt zurückblicken,
Hätten Sie irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, okay, an der und der Stelle hätte ich da vielleicht was anders machen können, dass die Situation vielleicht in eine andere Richtung gebracht hätte? Also ob das viel bewegt hätte, an der einen oder anderen Stelle was anders zu machen, das weiß ich nicht. Das kann man ja auch schlecht drüber philosophieren. Allerdings muss ich sagen, vielleicht wäre es am Anfang, ganz am Anfang, 1990, 1991, besser gewesen, einen härteren Kurs gegen die Geschäftsführung zu fahren und vielleicht auch den einen oder anderen Geschäftsführer als Belegschaft auszutauschen. Das haben wir aus Verantwortung für die Arbeitsplätze nicht gemacht. Da haben wir gesagt, okay, die haben das jetzt die ganze Zeit gemacht, die bringen's und dann lassen wir die auch dran. Aber das waren eben auch Leute, die im stalinistischen Denken verfangen waren. Und ob das nun das Beste war für die Entwicklung, das ist zumindest an manchen Stellen zweifelhaft. Okay, danke. Wir müssen vielleicht auch damit so ein Stück versuchen, zusammenzubinden. Also wir merken, dass dieses industrielle Erbe, also die Menschen nach wie vor beschäftigt. Sie haben das in ihren Interviews gemerkt, dass die Leute nach wie vor an diesen Plätzen auch sind, dass sie sich dort bewegen, dass sie da rüber was erzählen wollen. Vielleicht erstmal die Frage, was also bedeutet dieses industrielle Erbe auch für Sie ganz persönlich was im Moment? Und wo sehen Sie vielleicht Anknüpfungspunkte, wie man das ja in aktuellen Debatten ja beleben kann, vielleicht ein Stück? Also ich finde es auch beeindruckend, wie Herr Sonntag gerade doch nochmal wieder einsteigt oder in die Geschichte. Und vorhin hat er ja gesagt über Frau Fliegner, dass das vielleicht auch fast wie so ein Heilungsprozess ist, wenn man dann an dieser Maschine wieder stehen kann und die vorführen kann. Uns ist aufgefallen, dass mehrere Protagonisten aus den Museen tatsächlich dieses Wort der Nachwelt immer wieder verwendet haben. Also das sozusagen ihre Arbeit in diesen Museen als Aufgabe verstehen, etwas für die Nachwelt zu bewahren und von diesen Geschichten weitererzählen zu können. Da geht es natürlich über das persönliche Erleben und das persönliche Schicksal hinaus. Es geht um regionale Identität, es geht um Branchen, die ganze Regionen über Jahrhunderte geprägt haben, wo also die ganzen Familien immer in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und die Frage könnte man stellen, aber das ist natürlich die eine Frage aus der Serie Hätte Fahrradkette, wäre es auch wichtig gewesen oder hätte es geholfen, diese also tatsächlich noch mehr davon zu bewahren und denn es ist ja auch viel wirklich abgerissen und verschrottet und verloren gegangen. Und man muss auch sagen, dass viele von den Museen wirklich, also das ist ehrenamtliche Arbeit von wenigen, die da also in ihrer Freizeit beschäftigt sind. Und ja, also das ist vielleicht eine Nebenbemerkung, aber man hat schon gesagt, wir wollten irgendwie so proportsmäßig auch, wir haben, als wir gesucht haben nach Protagonisten, haben wir auch durchaus nach Frauen Ausschau gehalten. Und zwar jetzt nicht, um praktisch so 50-50 irgendwie Quote zu erreichen, sondern weil natürlich in der DDR die Frauen auch in der Berufswelt so wichtig waren. Aber wenn man sich heute umschaut und dort anruft, dann sind es in der Hauptsache Männer. Das liegt daran, dass die einfach die Ingenieure sind, die noch die Maschinen am Laufen halten. Sie wollten auf die heutige Debatte aber zu sprechen kommen. Nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Wolltest du was ergänzen zu der Frage? Ich bin jetzt schon so weit weg von der Frage. Herr Sonntag, Sie hatten einen Punkt noch. Naja, ich wollte noch mal darauf eingehen, wie wichtig das ist, dass man heute solche Sachen trotzdem nochmal aufgreift. Ich denke, wenn man sich die aktuellen Prozesse in der Gesellschaft anguckt, das Erstarken dieser rechten Bewegungen, Parteien und aller möglichen sonstigen Akteure, die es da so gibt, hängt das mit Sicherheit zumindest stückweise auch mit dieser individuellen Kränkung zusammen, was viele Menschen nach der Wende hier erfahren haben. Wenn man dann so vor dem Nichts steht, obwohl gesagt worden ist,
vor der Wahl, und meistens hat man auch noch diesen Menschen gewählt, den Helmut Kohl, dass man in wenigen Jahren ist alles bestens hier hüben und ich kriege aber nie wieder bis zur Rente einen Arbeitsplatz. Meine Existenz ist weg, vielleicht von meinem Mann auch noch, wie es in dem Film dort zu sehen war. Das macht was mit Menschen. Und da wird faktisch werden Leben abgewertet. Nun kann man sagen, ja gut, es kann jedem mal besonders im Leben, dass er arbeitslos wird. Sicherlich, aber hier war das eben ein Massenphänomen in einer Gesellschaft, die darauf überhaupt nicht vorbereitet war. Es gab keine Arbeitslosigkeit in der DDR. Irgendjemand hat irgendwo was zu tun gehabt, da hat man den dorthin gesteckt. Das gab es also nicht. Im Westen hat man schon die Erfahrung gemacht. Ne? Und es wurde gesagt, so jetzt kriegt er das Beste aller Systeme, nämlich Demokratie. Im Westen war das noch ein Krieg mit Aufschwung verbunden, mit besseren Lebensverhältnissen. Im Osten war es für die meisten erst mal mit einer Katastrophe verbunden. Und vielleicht rührt es auch daher, dass heute so wenig Zutrauen zu Politik und Demokratie da ist, weil man das nie aufgearbeitet hat. Man hat gesagt, na komm, ihr seid die Jammer-Ossis und ihr lamentiert eben viel rum und alles wird sich schon geben, nach einer Weile ist das wieder weg und es geht euch jetzt so besser. Sicherlich, es hat ja auch dann durchaus andere Prozesse gegeben, aber was in diesen Jahren passiert ist, denke ich, dass da werden wir ein, zwei Generationen dran zu knaubeln haben. Und deshalb ist es für mich so wichtig, wenn heute Menschen auch noch aus dem Westen herkommen und sagen, wir greifen so ein Thema mal auf und gucken mal, wie die Menschen, was die dazu sagen, wie sie das erlebt haben. Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass solche Industriekultur und solche Dinge eben erhalten bleiben hier bei uns im Osten. Weil das ist ja auch ein Stück, wo man stolz sein kann, was alles hier geschaffen ist. Und der Sachse ist nun nicht dafür bekannt, dass er besonders vor Selbstbewusstsein strotzt. Aber hier kann er sich der Weng auch mal ein bisschen. Solche und solche. Ne? Ja, es gibt solche und solche, die gibt es auch. Aber das mussten wir auch nach der Wende erleben. Also ein Westdeutscher, der kam, der hat erst mal ein massives Selbstbewusstsein gehabt. Da haben wir erst mal so von unten nach oben geguckt. Das haben wir eine Weile gebraucht, bis wir dann dort auch auf Augenhöhe waren. Wie erleben Sie das so in den Vorführungen? Also Sie waren vor Corona schon auch mit einigen Veranstaltungen unterwegs. Mit den Filmen, mit Diskussionen, sind es dann auch hauptsächlich Betroffene, sage ich mal, die da hinkommen? Oder findet dann auch tatsächlich ein Austausch statt zwischen den verschiedenen Altersgruppen, den verschiedenen Generationen, den verschiedenen Erlebniswelten? Also es ist tatsächlich so, dass Corona uns da natürlich wie überhaupt der gesamten Gesellschaft ein ziemliches Bremsmanöver reingehauen hat. Wir waren gerade fertig, wir waren gerade am Vorbereiten von Veranstaltungen. Wir haben eine private gemacht, die hochinteressant war, mit großer Diskussion mit 30 Leuten. Dann haben wir eine kleine öffentliche gemacht und dann zack, konnten wir die nächsten schon vom Veranstaltungsprogramm runternehmen. Das ist natürlich jetzt bedauerlich und ich sehe das auch nicht jetzt so wirklich in dem Stil, jetzt so in kurzer Zeit wieder aufleben, wie wir uns das wünschen würden. Überhaupt ist natürlich schade, dass das Jahr der Industriekultur so ausgebremst ist, weil das wäre natürlich eine gute Folie gewesen für die Diskussion. Was unsere Filme betrifft und von wegen nochmal diese Westthematik auch, also wir hätten uns auch gut vorstellen können, damit eine Tour durch den Westen zu machen nach dem Motto Black Box Ost. Irgendwie, also wirklich auch mal nach Düsseldorf, da gibt es ein Kino, was sogar so heißt, also nicht Black Box Ost, sondern Black Box. Und wir sind natürlich jetzt nicht die Veranstalter, wir bräuchten dafür neue Fördermittel, wenn wir jetzt selber sowas auf die Beine stellen sollten. Insofern brauchen wir natürlich immer die Veranstalter. Auch diese Veranstaltung war ja anders geplant. Wir hatten im Februar eben eine öffentliche Veranstaltung im kleineren Rahmen, die war hochinteressant, weil da waren tatsächlich betroffene Leute und dann waren aber auch zwei Dresdner Soziologen da und da entspannt sich also eine hochinteressante Diskussion, wir mussten gar nichts dazu sagen, mehr oder weniger, also am Anfang vielleicht ein bisschen, dann entspannt sich eine Diskussion. Dann Corona, Stopp, alles und jetzt hatten wir vor 2,5 Wochen eine Veranstaltung im Museum für Druckkunst in Leipzig. Dort haben wir auch zwei Filme gedreht und die haben im Rahmen ihrer Ausstellung zwei Veranstaltungen geplant, abgesagt, verschoben und dann vor 2,5 Wochen hat eine stattgefunden, natürlich unter den Bedingungen, die wir im Moment haben. Es waren in einem großen Raum dann trotzdem alle Plätze besetzt, es waren 20 Plätze.
Aber wir hatten so ein Gefühl, dass unsere Filme jetzt irgendwie plötzlich aus dieser aktuellen Debatte raus sind und dass wir über ein historisches Kapitel sprechen vor Corona. Also diese aktuelle Diskussion, wo es um die Lebensleistung geht, um das Verhältnis Ost-West, was ist damals passiert, die ist natürlich wie alle anderen Themen außer Corona zum Erliegen gekommen. Insofern wird man sehen müssen, wie das weiterläuft. Und also wir würden uns natürlich wünschen, dass viel diskutiert wird, dass die Filme, wo die Protagonisten, also wir sehen unsere Filme auch immer als, da spricht einer für eine Masse jeweils, ne? In den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Regionen, da sind einfach so viele Biografien, für die das steht und für Menschen, die nie gehört werden, aber die eben dasselbe auch erlebt haben, so oder so. Also insofern würden wir uns natürlich viele Veranstaltungen wünschen, um die Dinge zur Sprache nochmal zu bringen, aufzuarbeiten, durchzudiskutieren, aber man wird sehen, wie das weitergeht, das können wir ja alle nicht beurteilen. Zumal es im Westen auch genügend Anknüpfungspunkte gibt in Regionen, die selbst auch mit Deindustrialisierung zu kämpfen haben, sich damit auseinandersetzen müssen. Und das vielleicht auch ein interessanter Anknüpfungspunkt wäre, sozusagen hier ein Stück die historische Erfahrung mit einzubeziehen. Ja, dann wäre ich von meiner Seite eigentlich soweit durch mit dem, was ich von Ihnen gerne gewusst hätte. haben Sie noch Punkte, die Sie gerne ansprechen möchten? Ich würde vielleicht nochmal auf das Letzte eingehen, was gesagt worden ist, dass wir voneinander lernen können und lernen sollen. Ich denke, das halte ich für ganz wichtig in der Gesellschaft, weil das unterbelichtet gewesen ist. Man hat nebeneinander gelebt. Ich denke, das ist aber Bewegung drin und das sollte man versuchen auch auszunutzen. Vielleicht kann man auch mal an irgendeine Stiftung rangehen, dass man so eine Veranstaltungsreihe deutschlandweit macht. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, Heinrich-Böll-Stiftung wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich will es mal noch an einem Beispiel machen. Ja, ich habe die letzten 15 Jahre, selbst nach meinem Ausscheiden aus der IG Metall, immer noch unsere Sommeruni organisiert. Sommeruni klingt so ein bisschen hochtrabend, also ganz so hochtrabend war es nicht, aber da haben zwei IG Metall Geschäftsstellen, eine aus Ost, eine aus West, jeweils so ungefähr mit 40 Leuten, also Familien von Betriebsräten und hauptsächlich von Betriebsräten, in Tschechien, das war ungefähr auf dem halben Weg, in so ein 4 oder 5 Tage zusammen verbracht und sich über Themen unterhalten, die mal über den tagesaktuellen Tarifkampf oder so hinausgegangen sind. Was wird aus unserer Welt? Wie entwickelt sich das? Umweltthemen oder auch solche Geschichten? Wie sah das im Osten aus? Wie sah das im Westen aus? Und die Erfahrung, das war also jetzt 26 oder 27 Mal insgesamt, ist ja der Corona natürlich zum Opfer gefallen. Das wäre jetzt zur Himmelfahrt gewesen. Aber die Beobachtung, die ich dort gemacht habe, die ersten 15 Jahre, oder sagen wir 12, ich will mal nicht übertreiben, saßen Ost- und Westdeutsche immer getrennt, obwohl wir eine gemeinsame Veranstaltung hatten. In den Vorträgen, da hatten wir immer auch gute, interessante Vorträge, Professoren von sonst woher organisiert, da saßen wir schon gemeinsam, aber abends dann beim Bier saß jede Gruppe für sich getrennt. Und es hat ewig gedauert, bis man sich verstanden hat, obwohl man die gleiche Sprache spricht. Es waren völlig andere, sagen wir mal, in einem anderen sozialen Hintergrund aufgewachsen, Ost und West, und dann hat man sich irgendwie nicht verstanden. Oder es hat lange gedauert, bis die Sprachlosigkeit geendet hat. Dort haben wir erreicht, es gibt jetzt keine Unterschiede mehr. Also Ost und West hocken dort abends zusammen, das kann man nicht mehr unterscheiden. Aber daran sieht man, selbst in solchen, bei solchen Menschengruppen, die vermeintlich ja nur auf einer Welle schwimmen, sind alles Gewerkschafter und streiten für bessere Lebensbedingungen, hat das unwahrscheinlich lange gedauert. Wie sollte das in der Gesellschaft schneller gehen? Also deshalb ist es wichtig, so einen Austausch zu machen, und das wäre hier eine gute Gelegenheit, wenn das auch mal im Westen gezeigt würde. Ich denke, das Interesse ist heute größer als vor 10 Jahren. Ja, vielen Dank für diesen Appell nochmal des Aufeinanderhörens und Miteinanderredens. Mit den Industriegeschichten haben wir, wie Sie es auch sagen, denke ich, einen guten Ausgangspunkt für solche Gespräche. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Frau Munzinger-Brandt, Herr Brandt, Herr Sonntag, für das Gespräch heute hier. Bedanke mich bei allen,
die sich es anschauen. Sie können gerne auch Fragen loswerden. Wir werden es auf YouTube, ist ja hier veröffentlicht. Sie können Kommentare abgeben und wir versuchen dann darauf zu antworten. Besuchen Sie die Seite industriegeschichten.de, wo die einzelnen Videos alle gezeigt werden, Hintergrundinformationen dazu. Ja, vielen Dank und vielleicht hoffentlich bald bei anderer Gelegenheit dann ganz real wieder hier oder an anderer Stelle. Dankeschön.